Achie. Oh, this rainy weather is really crappy. Gesundheit. Moment mal. Ich dachte, sie spricht kein Deutsch. Warum sagt sie jetzt als Amerikanerin Gesundheit? Gesundheit ist eine sehr alte, seit mittelhochdeutscher Zeit allgemeine, gebräuchliche Ableitung von gesund. Laut WHO ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Herrlich. Und wie ist das Wort jetzt in die englische Sprache gekommen? Wieso das entlehnt wurde und wann genau, lässt sich in den seltensten Fällen klar rekonstruieren. Belegt ist das Lehnwort im Englischen seit 1914. Man sagt im Englischen also nicht nur bless you oder God bless you, sondern auch Gesundheit. In der englischen Variante geht es um die Bitte um Gottes Segen, so wie auch zum Beispiel in der Spanischen, da sagt man Jesus. Vielleicht hat man das geändert und wollte sich vom religiösen Ausdruck distanzieren. Oder das entlehnte Wort war vielleicht deshalb so attraktiv, weil seine ursprüngliche Bedeutung für Englischsprechende nicht so ganz klar war. Neulich zum Beispiel habe ich mit einer Australierin gequatscht und ihr gesagt, dass ich noch einen Termin beim Gesundheitsamt habe. Und das fand sie super witzig, weil sie das Wort irgendwie Gesundheit schon mal gehört hatte, aber nicht genau wusste, was damit eigentlich gemeint ist. Bei uns galt es auch eine Zeit lang als verpönt, Gesundheit zu sagen, wenn zum Beispiel jemand genießt hat. Der Niesende sollte sich lieber entschuldigen. Was wünscht ihr jemandem, der niest? Und habt ihr das im Englischen schon mal gehört, dass jemand Gesundheit sagt? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Am Ende dieses Videos habt ihr hoffentlich wieder etwas mehr Kultur im Beutel. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!